Hallo, das ist das siebte JTM Adventskalendertürchen und ich zeige euch heute eine Stimmübung, mit deren Hilfe wir besser den Mund aufmachen können und somit deutlicher sprechen können. Dazu braucht ihr einen Korken, den tut ihr entweder Haare oder wenn das zu hoch ist, Hanke zwischen eure Vorderzähne. Solltet ihr jetzt keinen Korken zur Hand haben, könnt ihr dafür euch eine Walnuss, einen Legostein oder einfach einen Zeige- und Mittelfinger zwischen die Vorderzähne tun. Mit diesem Gegenstand oder eurem Finger im Mund müsst ihr nun laut einen Text sprechen. Der Text kann aus eurem Lieblingsbuch, einer Zeitschrift sein oder einfach einen Zungenbrecher, wie zum Beispiel Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Es kann aber auch ein Gedicht sein, da habe ich euch heute eins mitgebracht. Das ist von Wilma Porsche und es lautet mit Korken. Es ist die Zeit der Kaufenkiste. Hier ist ein Hund gekommen. Ich kaufe eine aus der Kiste und ein bisschen gehen. Wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, hier nochmal ohne Korken. Jetzt ist die Zeit der tausend Lichter. Sie erstrahlen wunderschön. Sie zaubern ein Lächeln auf Gesichter von Menschen, die vorübergehen. Diesen Text, Zungenbrecher oder Gedicht übt ihr dann so oft, wie ihr wollt und könnt. Je häufiger man diese Übung macht, umso besser ist sie. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Üben und eine schöne Adventszeit. Tschüss!